Gut. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen besonders inspirierenden Gast, auf den ich mich ganz speziell freue, nämlich Dr. Wilfried Ehrmann, ein Kollege, ein Wiener, so wie ich. Und ich habe Wilfried kennengelernt über einen alleingeborenen Zwillingkongress. Und es war wirklich sofort ein ganz, ganz starker Draht da und daher wirklich eine ganz große Freude. Lieber Wilfried, ich freue mich ganz, ganz großartig auf dieses Gespräch, auf dich. Ich habe dir eben im Vorgespräch schon gesagt, es war sturzverliebt, unter Anführungszeichen. Also ich habe wirklich gespürt, mein Herz ist dir zugeflogen und ja, darum freue ich mich sehr. Danke. Danke sehr für diese Einladung und für diese wunderbare Einleitung. Besser kann es nicht sein. Erlebt man nicht alle Tage, gell? Ja, genau. Wilfried, mein Lieber, ich habe dich eben bei der Elke kennengelernt, über die Elke, über diesen alleingeborenen Zwilling, also lebender Zwilling heißt es bei ihr, Kongress. Und es war für mich so schön, weil jemand aus der wissenschaftlichen Richtung, also du bist Philosoph, ursprünglich bist Psychotherapeut seit 30 Jahren, auch ähnlich wie ich, und leitest Gruppen, Einzelpersonen, aber auch Paare. Und es gibt einige Schwerpunkte in deiner Arbeit. Einer der Schwerpunkte ist eben der alleingeborene Zwilling. Und das möchte ich heute bitte als Thema nehmen, wobei wir ja vielleicht auch andere Themen ins Auge fassen. Ich glaube, da gibt es einiges, was wir gemeinsam haben. Wie bist du draufgekommen, dass du ein alleingeborener Zwilling bist? Ich bin kein alleingeborener Zwilling nach meinem Wissen. Aha. Das ist vielleicht ein Missverständnis, das wir gleich klären können. Ja. Ich habe sehr viel Talarbeit bei mir selber gemacht und hatte da nie das Gefühl, da gibt es noch jemand Zweiten. Aha. Aber ich habe aus irgendwelchen Gründen eben schon sehr aus langer Zeit dieses Interesse an diesem Thema, weil eben mich die pränatalen Themen so besonders interessieren. Mhm. Und da bin ich schon, ja, vielleicht vor nicht ganz 30 Jahren einmal, habe ich da was drüber gelesen und war sofort eben interessiert. Und dann ja, sind immer wieder Leute gekommen und manchmal quasi unterläuft einem das so im Arbeiten, diesen Hinweis zu geben, könnte da nicht etwas im Mutterleib passiert sein, was sehr traumatisch und sehr dramatisch war, wo eben dann vielleicht sich vieles erklären lässt. Und als dann bei Klienten diese Möglichkeit immer mehr zur wirklichen Gewissheit geworden ist, ist so viel dann an den Platz gefallen, gewissermaßen, an, wo dann Themen einfach verortet werden konnten und ihre Wurzel damit spürbar wurde. Nicht so, dass ich eben, ja, es ganz wichtig finde, auch das Bewusstsein darüber zu verbreiten. Das gibt's und das gibt's nicht so selten. Also nicht, weil da gibt's auch Zahlen, die eben jetzt hochgerechnet werden. Und es gibt's in meisten Fällen, dass man nichts davon weiß. Also seit wir einen Ultraschall haben, weiß man natürlich von den späten Verlusten, aber in den ersten 3 Monaten weiß man nicht und die meisten gehen ja in den ersten 3 Monaten verloren. Wobei in Dänemark haben die ja ganz andere, erstens einmal feinere Ultraschallgeräte und machen den ersten Schall schon früher und da haben die ganz andere Statistiken. Also bei uns heißt es zwischen 12 und 15%. Aber in Dänemark geht man von 40 bis 50% aus. Es gibt sogar Leute, die sagen 80%. Also ja. Ich weiß nicht. Wobei es im Endeffekt ist wurscht, wie viel es wirklich sind. Wenn ich davon betroffen bin, möchte ich es erfahren. Und ja, darum finde ich das so wichtig. Aber du hast schon erzählt, dass du dich sehr mit der pränatalen Phase auseinandersetzt. Genau. Also da sehe ich einfach die wichtigsten Prägungen. Weil eben je früher eine Prägung geschieht durch
eine traumatische Erfahrung oder durch halt eine stressbeladene Erfahrung, desto nachhaltiger wirkt sie dann, weil wir eben da in einem Zustand sind, wo wir noch ganz wenig Ressourcen haben, noch ganz wenig Fähigkeiten haben, mit solchen Belastungen umzugehen und die adäquat zu verarbeiten. Was ja zum Beispiel bei der Zwillingsproblematik etwas ganz besonders Belastendes ist, ist, dass da niemand da ist, der einem durchhilft. Und das trifft im Grund für alle pränatalen Geschichten zu. Oder vielleicht nicht für alle, weil manchmal kann die Mutter spüren, jetzt ist irgendwas Dramatisches passiert, sie ist schwanger und könnte dann ja das Baby unterstützen. Nicht? Da ist zum Beispiel ein Unfall und die Mutter, die dafür sensibel ist, weiß, das betrifft jetzt das Baby mit und könnte dann nachher auch den Unfall quasi mit dem Baby verarbeiten. Aber wenn so eine Geschichte völlig unbemerkt für die Mutter abläuft, dann kann sie da auch nicht unterstützend dabei sein. Also ich habe einen Klienten gehabt, der hat mir erzählt, er war quasi im Mutterleib in der Gebärmutter und seine Schwester ist im Eileiter hängen geblieben. Und da musste also eine Operation gemacht werden, um diese Eileiterschwangerschaft, die drohende, quasi zu beenden, während er in der Plazenta schon quasi eingepflanzt war. Also das ist natürlich, das ist Trauma pur. Oder auch zum Beispiel Abtreibungen. Ja? Also das ist ja auch was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Also die Geburt, also der Verlust des Mehrlings passiert ja nicht immer von selber, sondern da wird ja auch manchmal nachgeholfen. Ne? Ja. Was wolltest du sagen? Magst du das noch genauer sagen? Wie kann man einen Zwilling abtreiben oder dass bei einer Abtreibung quasi ein Zwilling stirbt und der andere lebt weiter. Also es passiert bei einer Abtreibung, passiert es und zwar gar nicht so selten, dass quasi ein Kind verloren geht und das zweite dann bleibt. Und da gibt es also dann Berichte, dass der Bleibende sich quasi vollkommen stillstellt, ja. Also die bewegen sich dann auch kaum mehr und werden dann oft auch gar nicht richtig bemerkt, wachsen zwar weiter, aber sind natürlich schwer geschockt. Ja? Also das gibt's alles. Ja? Weil die Mutter nicht weiß, dass sie Mehrlinge hat und wenn dann eines verloren geht, hat sie das Gefühl, jetzt ist das weg und dann ist aber noch eines. Ja? Und das passiert leider, weil ja auch Mehrlingsgeburten viel häufiger sind. Ja? Also Mehrlinge sind, ist einfach viel häufiger. Nicht nur der Alleingeborene, sondern generell. Also wie ich mit meiner Tochter im Spital war, waren in meinem Zimmer, da waren wir zu sechst und da waren allein drei Zwillingsschwangerschaften. Ja? Also es wird häufiger und da gibt es ja Gründe dafür, medizinische. Ne? Ja, du spielst sehr viel mit Atmung. Ja. Wenn ich das richtig gehört habe. Magst du da ein bisschen mehr erzählen? Nämlich speziell jetzt im Zusammenhang mit Alleingeburt. Also, das ist natürlich ein weites Feld. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir in eine vertiefte Atmung gehen und diese vertiefte Atmung lenken, ohne uns dabei zu bewegen, reagiert der Stoffwechsel und stellt sich um, sodass da quasi wir in eine Notfallsituation kommen, ohne dass ein Notfall ist. Und dadurch aber wird der ganze Stoffwechsel auf diese Situation umgestellt und kann dann bestimmte mentale Kontrollen beiseite stellen, die also dann zum Beispiel verhindern, dass unangenehme Erfahrungen hochkommen, lastende Erfahrungen, Traumen. Ist das kohärente Atmen, ist es das? Ja, das kohärente Atmen wäre das quasi das Gegenteilige, sondern das wäre zum Beispiel, nennt man es holotropes Atmen nach Stanislav Grof, nennt Rebirthing Atmen oder Transformational Breathing. Das sind also verschiedene Methoden, die in diesem Zusammenhang
durchgeführt werden und dazu führen, dass man in einen veränderten Bewusstseinszustand kommt, der so weniger durch die mentale Kontrolle gekennzeichnet ist und wo dann einfach spontan Erinnerungen aufsteigen können. Und da ist eben oft, dass die Erinnerungen aus der Phase der Geburt kommen oder aus der pränatalen Phase, also aus Zeiten, wo man sonst eben keinen Erinnerungszugang hat, weil da eben die Form des Gedächtnisses, auf die wir uns normalerweise berufen, noch gar nicht ausgebildet ist. Aber wir gehen eben davon aus, dass jede Zelle ein Gedächtnis hat und braucht, speziell für Traumaereignisse. Damit sie darauf vorbereitet ist, wenn wieder eine ähnliche Situation kommt. Also ich glaube halt daran, das ist quasi im Leben eingebaut. Also das haben auch einzellige Organismen und wir beginnen ja alle auch als Einzeller. Und diese Form des Gedächtnisses wird dann weitergegeben mit jeder Zellteilung. Und da kommen wir eben dann in deshalb in diese frühen Erfahrungen hinein, wenn dieses Zellgedächtnis wachgerufen werden kann. Das ist eigentlich eine Notsituation, nicht? Eigentlich eine Stresssituation, ja? Ja. Also quasi, wenn wir uns auf den Atem einlassen, dann führt uns der eben zurück und bringt eben Erinnerungen, die wir uns sonst nicht erreichen würden und uns sonst nicht anschauen könnten. Und du machst ja auch, also machst du das in der Einzelsession auch oder nur in Gruppen? Beides. Also das geht theoretisch auch über Zoom? Das geht schon, aber nicht so gut. Da, also quasi alles, was man so gesprächsweise bereden kann oder was so im Innenkontakt spürbar wird, da kann ich gut über Zoom arbeiten. So eine wirklich intensivere Atemsitzung mache ich lieber im direkten Kontakt, weil da das Feld, das in einem Raum entsteht, wichtig ist und das muss dann dort da durchtragen. Also quasi das unbewusste Vertrauen, das da entsteht, auch sich auf diese tieferen Sachen einzulassen. Das ist dieses Rebirthing, heißt das, nicht? Ja, eben, also quasi ich habe das als Rebirthing kennengelernt. Wir nennen es inzwischen integratives Atmen, weil es quasi nicht so auf eine Schule jetzt beschränkt werden muss und auf eine Methode des Atmens. Ja. Und du machst auch Geburtsseminare. Was darf ich mir da vorstellen? Also da geht es darum, die Geburt ganz bewusst nur mal zu durchleben. Also das beginnt damit, dass man einen Fragebogen ausfüllt vor dem Seminar, was man alles weiß, halt erzählt bekommen hat oder auch spürt, dass es gewesen sein könnte, dass man eine Idee hat, was war das eigene Geburtsmuster. Also was eine Spontangeburt, was eine eingeleitete Geburt, was eine Sturzgeburt, was eine Kaiserschnittgeburt und so weiter, alles, was da möglich ist. Und bei dem Seminar gibt es dann eben spezielle Übungen. Also eigentlich beginnen die Übungen mit einer Empfängnismeditation, mit einer Empfängniserforschung. Wie waren die Umstände meiner Empfängnis? Was weiß ich da aus meinem tieferen Wissen heraus? Ja, und ich erzähle immer gerne eine Geschichte, die da einmal aufgetaucht ist bei einer Kollegin, mit der ich auch zusammen Geburtsseminare mache. Die hat erzählt, sie sieht die Szene, wie ihre Eltern Sex machen zu ihrer Empfängnis und nimmt da im Raum wahr, dass ein Schlafzimmer und der Kasten ist von der Wand weggerückt. Und dann
fragt sie irgendwann die Mutter, was war da, warum war da der Kasten oder könnte es sein? Sie hat gesagt, ah ja, das war ja damals, da war nämlich Schimmel in der Wand, deshalb mussten wir den Kasten nach vorschieben. Sie hat sich da erst wieder erinnert, nicht? Also da sieht man, wie detailliert unser Zellgedächtnis da sein kann, also auf mysteriöse Weise gewissermaßen kommt diese Information dann weiter. Ja. Und dann, wie geht es dann weiter? Also zuerst die Empfängnis quasi. Ja, genau. Dann schauen wir eben nicht, es gibt auch Empfängnistraumen. Nehmen wir zum Beispiel den Fall einer Vergewaltigung, wo die Mutter im Traumazustand ist und das auf die Empfängnis sich überträgt. Es gibt viele Schamthemen, die mit der Empfängnis verbunden sind. Wenn zum Beispiel die Eltern Angst haben, dass eine Schwangerschaft kommt, weil, was weiß ich, sie sind so jung und sie wissen nicht, wie sie mit einer Schwangerschaft umgehen würde und alle wären dagegen, die Eltern und die Umgebung, nicht? Oder nicht, ich hatte Klienten, wo die noch nicht verheiratet waren, eigentlich beide okay waren mit dem Kind, aber die Umgebung war dagegen, nicht? Und quasi wird als Schande angesehen am Land. Und das hat sich dann eben auf die Person dann übertragen, die eben sich in dieser Weise illegal gefühlt hat und dann eine Straftat begangen hat von dem Hintergrund. Also quasi eine im Verborgenen, nicht, wo sie dachte, das wird nie hochkommen. Mhm. Also solche Geschichten entwickeln sich daraus, nicht? Und dann, aber jetzt, um noch weiter zu gehen, schauen wir auch, was waren prägende Elemente während der Pränatalzeit. Da ist jetzt nicht für alles wirklich Zeit, aber oft kommt eben in dem Zusammenhang schon ein Zwillingsthema auf. Also auch im Gruppenkontext. Weil dann wird da die Möglichkeit auch angesprochen und dann spüren manche, nicht in der offenen Atmosphäre, da ist auch etwas, was bei mir da in Resonanz geht. Aber da haben wir in dem Zusammenhang nicht wirklich Zeit. Da braucht es eigene Settings dafür. Also ich mache jetzt selber zurzeit keine eigenen Gruppen zum verlorenen Zwilling, sondern in der Einzelarbeit. Aber Kollegen von mir, die bieten eigene Seminare an, wo man das eben machen kann und erforschen kann. Und dann kommen eben die speziellen Übungen zur Geburt selber, also wo das quasi nachgestellt wird, wo man einmal durch den Geburtskanal geht und eben eine positive und angenehme Erfahrung macht. Eine Erfahrung, die zwar auch anstrengend ist, aber dann eben in einer sehr liebevollen Atmosphäre stattfindet, wo dann zum Beispiel immer auch ein Vater dabei ist, der bei manchen Geburten nicht dabei war, wo die Personen das ein Leben lang auch vermissen. Und wo eben ein Willkommen da ist, was ja auch nicht immer da ist. Nicht? Mütter, die haben großen Stress, weil sie jetzt eben ein Kind kriegen und wissen nicht, wie geht's weiter. Und im Grund brauchen wir das eben, um uns wirklich in diesem Leben gut fühlen zu können, dass wir willkommen geheißen sind, vom Herzen. Und wie ist das bei einem Kaiserschnitt? Also wenn ein Kaiserschnitt war, was macht ihr da? Genauso durch den Kanal durchgehen, um quasi diese Erfahrung nachzuholen, nicht die, quasi die Natur vorgesehen hat. Also quasi ein Umdeuten der eigenen Geburt, Reframing heißt es dann so schön. Ja, genau. Und dem Organismus diese Erfahrung zurückzugeben, nicht? Wir hatten auch einmal einen Teilnehmer, der hat sich das dann noch einmal gewünscht zu seinem eigenen Geburtstag. Also da sind wir dann zusammengekommen, eine Gruppe von Leuten, und der konnte dann nochmal durch den Geburtskanal durchgehen. Nein, ich habe meiner Tochter, ist ein Kaiserschnittbaby, die war ein Frühchen, ist auch ein Dritteldrilling. Und ich habe ihr davon erzählt und da hat sie gesagt, nein, also das kannst du sich überhaupt nicht vorstellen.
Aber ja, vielleicht ist es nur jetzt, wobei ich das also gerade beim Kaiserschnitt wichtig finde. Ja. Weil ja, ja dieses Durchpressen so wichtig genau. ist, diese Durchsetzung, ja. Genau. Also das fehlt ja auch dann, ja. Genau. Ja, spannend. Sag, und ihr macht auch Warmwasser und Kaltwasser atmen. Was kann ich mir da vorstellen? Also das Warmwasseratmen findet statt so Bereich 30, 35 Grad, also sehr warmes, körperwarmes Wasser. Und da ist eben eine ganz tiefe Entspannung, die da stattfindet, oft eben ein Gehen in dieses organische und ozeanische Gefühl, das vor da war, also quasi in den besten Phasen der Schwangerschaft, wo viel Raum ist, wo man sich ausbreiten kann noch und wo dieses Schweben da ist und dieses ja, Unendliche sich entspannen und fallen lassen können. Mhm. Wir machen das aber nur mit Leuten, die schon eine vertiefte Erfahrung haben. Mhm. Also, weil Erfahrung kann sein, wenn jemand das noch wenig kennt und dann ins warme Wasser kommt und da dann intensiver atmet, dass dann auch traumatische Elemente aus dieser Zeit hochkommen, die aber dann im Wasser nicht integriert werden können, sodass die Person dann raus begleitet wird und dann im Trockenen dann eben diese Erfahrung integrieren kann. Also mir erinnert es an den Samadhi-Tank, dieses, also ist wahrscheinlich jedes, ja. Also das, ich habe das geliebt. Ich habe das also ein paar Mal mir gegönnt. Das war also wirklich absolut, also unbeschreiblich, ja. Genau. Und das Kaltwasseratmen ist ja wieder ganz anders. Ja, das ist natürlich ganz anders, weil es an die andere, ans andere Extrem gewissermaßen geht. Die Kälteerfahrung ist weniger mit, naja, oh, er hat auch eine Anbindung mit der Geburt, weil bei der Geburt ist ja auch ein Temperatursturz mit ihr verbunden und er kann sich da eben auch dramatisch niederschlagen, nicht? Mhm. Also das kann sein, dass viele Leute eben große Angst vor Kälte haben. Mhm. Und weil Kälte vom Prinzip her immer in Richtung Tod geht. Nicht? Also wenn man sich vorstellt, Kälte besteht darin, dass quasi die Bewegung der Moleküle immer weniger wird. Mhm. Dieses dann am absoluten Kältepunkt keine Bewegung mehr gibt. Mhm. Und eben auch der individuelle Tod darin besteht, dass wir kälter und kälter werden gewissermaßen. Nicht? Und der Körper dann eben ganz, ja, eben sich da kaum noch was bewegt auf der molekularen Ebene. Und mit dieser Erfahrung werden wir konfrontiert, sobald wir in Kontakt mit Kälte kommen. Und ist es so wie in den Kältekammern, wo man, also glaube ich, minus, ich weiß nicht wie viel Grad, also Rheumapatienten kriegen das oft, ja, wo die also wirklich in Kammern sind mit, ich weiß nicht, minus, ich weiß nicht wie viel Grad. Also das ist ja auch eine neue Therapieform. Ist das ähnlich oder ist das doch anders? Es ist anders, weil es in der Natur stattfindet und mit eben kaltem Wasser. Also und das geht ja praktisch nur bis 0 Grad oder ein bisschen drüber, dann wird es ja festes Wasser. Aber besteht darin, dass man langsam hineingeht und langsam in Kontakt tritt. Also nicht so ganz plötzlich, auch wie in der Kältekammer halt, ne, so und kurz, sondern dass es ein längerer Prozess sein kann, der vielleicht 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder noch länger dauert, wo man eben mit dem Körper in Kontakt mit dem kalten Wasser geht, atmet dabei und mit der Vorstellung, ich atme speziell dorthin, wo es quasi jetzt wehtut, weil der Körper ja auf den ersten Kontakt mit Kälte, mit Schock reagiert. Mhm. Und dann die Vorstellung, ich entspanne mich. Mhm. Durch die Entspannung passiert, dass sich die Blutgefäße, die sich zuerst zusammenziehen, genau, wieder weiten. Mhm. Durch wird eben durchblutet und dadurch bleibt es innen warm, nicht? Und die Erfahrung ist dann mit der Zeit,
Die Kälte ist außen und innen ist es warm. Aha, spannend. Und wir können uns mehr und mehr entspannen. Im kalten Sein ohne jede Anspannung. Ist ja genau das Gegenteil von Sterben eigentlich, ja? Also das ist Genau. quasi eine Belebung, ja? Ja. Und ist eben damit die Erfahrung, dass ich mit solchen extremeren Zuständen umgehen kann und die Angst durch den Atem überwinden kann. Den Körper damit eben ja, mit auch solchen Situationen, die sonst dem herausfordernd oder vielleicht gefahrvoll erscheinen, entspannt bleiben kann. Ich denke, das ist auch vertrauensstärkend, nicht? Auch selbstvertrauensstärkend, weil man einfach Enorm. Ressourcen entdeckt, Ja. immer bis jetzt. Und auch da, ich komme wieder zum Zwilling zurück, weil wir ja Mangel an Selbstvertrauen ist ja eine unserer ganz starken ja, Charakteristika eigentlich, ja. Und das, also ich kann mir vorstellen, für uns wäre das ganz besonders wichtig, ja. Ja, genau, es stärkt enorm, denn das innere Vertrauen, einfach mit Herausforderungen umgehen zu können, nicht? Und gibt ein Gefühl dafür, was jetzt jedem, der zum Beispiel eben ein Zwillingstrauma überlebt hat, in sich hat, nämlich eine enorme Kraft. Wenn sowas geschafft hat, nicht, nur weiß es oft nicht. Ja. Aber den Zugang dazu zu finden, ist dann eine enorme Kraftquelle. Ja, darum finde ich ja diese Information so wichtig, weil ich glaube, also ich wäre so, ich hab es mit 58 erfahren erstmals und mit 62 erst wirklich realisiert. Also ich spreche von Erkennen und Anerkennen, weil das sind zwei Ja. Paar Schuhe, ja. Und der erste Gedanke war, mein Gott, warum konnte ich das nicht früher erfahren? Ja, ich hätte mir so vieles erspart. Auf der anderen Seite habe ich vieles erlebt, wo ich Menschen jetzt Verständnis entgegenbringen kann, weil ich sage, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja? Genau. Und das hilft ja nicht, ich kann es ja eh nicht ändern. Ja? Aber ich freue mich so, wenn junge Menschen zu mir kommen und das, also diese Offenbarung kriegen, weil das wirklich das Leben um 180 Grad verändert. Ja? Ganz, ganz spannend. Sag, und was ist das Plazenta-Trauma? Aha, ja. Ja, das ist auch noch ein interessanter Aspekt der pränatalen bzw. der perinatalen Welt. Das ist auch sehr unbekannt, noch wenig erforscht. Da geht es jetzt um Folgendes. Wenn wir uns die Embryonalentwicklung anschauen, so beginnt die mit den ersten Zellteilungen und sehr bald teilt sich dieser Embryo in zwei Teile, nämlich die Plazenta und quasi der Rest, also und die Plazenta wird dann wesentlich größer als der Fötus, der eben dann sich mit der Nabelschnur, mit der Plazenta verbindet. Die Plazenta ist also Teil von uns. Nicht? Ist, kann man auch sagen, der wichtigste Teil von uns, der eben dann in der Gebärmutter andockt, der diese ganze Einnistungsgeschichte für uns erledigt, die auch nicht immer einfach sein kann und wo es eben auch schon Probleme geben kann. Und dann eben den ganzen Stoffwechsel mit der Mutter reguliert. Also sowohl die ganze Nahrung zuführt, als auch die Abfallstoffe, Schadstoffe wieder entsorgt. Und da findet eben dieser Austausch statt, nicht? Das ist ein unheimlich diffiziler und intelligenter Prozess. Und deshalb kann man eben auch von der Plazenta-Intelligenz sprechen, nicht? Das ist die Intelligenz, die es uns möglich macht, Schnittstellen zu funktionieren, nicht? Also die ganz wichtig für Kontakt ist und dass wir da eben gut im Kontakt bleiben können und uns zugleich abgrenzen.
Nicht? Das ist ja auch was ein fast universelles Thema ist. Nicht? Wo soll ich mich abgrenzen? Muss ich meine Abgrenzung gleich so machen? Oder kann die irgendwie durchlässig bleiben? Oder ist dann schon wieder zu gefährlich? Oder gebe ich mich da auf? Nicht? Das ist ja ein Thema, das viele beschäftigt. Und das hat eben mit der Plazenta zu tun und offenbar mit einer verloren gegangenen Plazenta-Intelligenz. Nämlich, was passiert nach der Geburt? Üblicherweise ja, wird sofort die Plazenta abgetrennt. Und wenn man das vergleicht, das ist schlimmer, als wenn ein Bein abgetrennt wird, weil wir ja da das verlieren, plötzlich, abrupt, was unser Kontakt zum Leben und Überleben war und dafür gesorgt hat, dass wir am Leben bleiben. Nicht? Ein Baby, das geboren wird, versteht ja noch nicht, aha, jetzt werde ich von der Mutter versorgt, ich kann selber atmen, habe die Mutterbrust, das ist ja alles neu. Nicht? Wenn da sofort quasi die Plazenta entfernt wird, ist das einfach ein Schock für das Baby. Und das ist eben das Plazenta-Trauma. Also quasi die Durchtrennung der Nabelschnur im Endeffekt. Genau. Ja. Genau. Eben die meistens erfolgt, wenn die Nabelschnur noch voll aktiv ist und die Plazenta noch voll aktiv ist. Es gibt Formen, das heißt Lotus Birth, die zum Beispiel in Australien gemacht werden, wo man da in der Richtung schon viel weiter ist. Und das besteht darin, dass eben die Nabelschnur nicht durchtrennt wird, sondern dass die Plazenta bleibt, solange bis die Nabelschnur von selber verdorrt. Also die verliert dann ihre Lebendigkeit mit der Zeit, die Plazenta selber wird dann immer inaktiver. Aber da gibt es ganz liebe Filmaufnahmen, da sieht man das Baby und wie es da so hinschaut, so Plazenta, die daneben so in einer Schüssel liegt oder ja, und dann gibt es eigene Behälter, wo eben, wenn das Baby herumgetragen wird, die Plazenta irgendwie da mit und so weiter. Das dauert, ganze dauert 2 bis 9 Tage und dann wird eben die Plazenta an einem speziellen Ort vergraben und das Baby wird dann an seinem Geburtstag dorthin geführt quasi. Und noch ein kleines Beispiel fällt mir ein. Ich war einmal in Johannesburg in Soweto, wo das Geburtshaus von Nelson Mandela als Museum eingerichtet ist. Und wenn man da durchgeht, sagen sie, und unter diesem Baum wurde die Plazenta von Nelson Mandela und seiner Geschwister begraben. Das war dort gang und gäbe. Ja. Aber wir sind da weit davon entfernt, nicht? Plazenta wurde zeitlang ja für medizinische Zwecke verwendet, ist jetzt verboten, aber wird halt einfach entsorgt. Wird irgendwo zum Teil auch für die Kosmetik, ne? Das ist ja, das ist jetzt verboten. Ich glaube, das darf man jetzt nicht mehr. Aber es ist kein Bewusstsein dafür da, was das für einen Menschen bedeutet. Das ist total interessant, weil, also ich erinnere mich natürlich dunkel, weil das Studium ist schon wirklich eine Weile her, aber soweit ich mich erinnere, hat das damals geheißen, die muss abgetrennt werden, weil sonst gibt es dann irgendwo einen Blut, also der Blutfluss ändert sich dann und das ist ganz gefährlich. Also ich habe sogar gelernt, das ist gefährlich, ja, ja, wenn man die dran lässt. Ja? Was ja mittlerweile längst widerlegt ist, nicht, weil schon die sanfte Geburt nach Le Boyer und Odier, da lässt man die Nabelschnur so lange intakt, solange sie noch pulsiert, also ein paar Stunden nach der Geburt, weil man auch herausgefunden hat, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Immunstoffe, die also da noch im sonst alle quasi zur Mutter abfließen und eben wo das dann dem Baby einfach fehlt.
Ganz, ganz spannend. Ja. Eine Frage habe ich noch, die Peak States im Zusammenhang mit Alleingeburt. Die hast du erwähnt in dem Gespräch mit der Elke, nämlich, dass wir, und das war für mich ganz spannend, dass wir uns schwer tun, dieses Peak States. Peak States zu erreichen, weil da etwas in uns blockiert, weil man da irgendwo quasi so wie eine Tür zugeht, hast du erzählt. Ja, ich habe da eben auch eine Ausbildung in dieser Richtung gemacht beim Institute for Studies of Peak States, das in der Nähe von Vancouver beheimatet ist, aber die Ausbildungen habe ich da in Europa gemacht, zum Teil auch online. Also Peak State heißt einfach Gipfelzustand. Und quasi das Modell, das dort angewendet wird, heißt folgendes: Wir verfügen anfangs über alle Gipfelzustände, die es so gibt. Also ich erwähne ein paar. Zum Beispiel das heißt The Beauty Way. Das heißt, man geht durchs Leben und findet alles schön, was da ist. Man findet überall die Schönheiten. Nicht? Das ist ein schöner Zustand. Oder der innere Friede. Also ich bin in Frieden mit allem, was gerade passiert. Oder angenehm, einer heißt auch stiller Verstand. Also ich gehe nach innen und der Kopf ist leer. Das ist ja auch, was wir uns wünschen und gerne haben, wenn da oben in der Birne zu viel los ist. Da gibt es eine Reihe von solchen Gipfelzuständen, die an diesem Institut schon untersucht wurden und wo eben Techniken entwickelt wurden, wie man wieder in diese Zustände hineinkommen kann, nämlich indem man die Traumatisierungen, die erfolgt sind, überwindet und verarbeitet, sodass eben, nicht wie wir gerade gesagt haben, die Tür sich dafür öffnet und dann finde ich da wieder zurück. Und diese Traumatisierungen sind alle vorgeburtlich. Und eben, ja, da ist eben nicht, also quasi der Zwilling hat einen ganz besonderen Vorzug gegen alle alleingezeugten und allein gewachsenen Menschen, eine Qualität der Beziehungserfahrung. Also wie quasi Beziehung sein soll, in völliger Verbundenheit. Gegenseitigen Verstehen, also in einer Dauerresonanz gewissermaßen, in einer auf einer Welle surfen oder so. Diese Beziehungserfahrung ist ja dann das, was ein Zwilling am Anfang erlebt. In den meisten Fällen. Es gibt da auch wieder Ausnahmen, wie bei allem, aber das ist auch so ein Gipfelzustand. Und der geht dann eben abrupt verloren, nicht? Und dann kommt aber die Suche danach. Ich suche dann immer wieder im Leben jemand, der mir so hundertprozentig entspricht. Und komme dann im Leben an Menschen, wo das im ersten Anschein so wirkt und dann kommt irgendwann raus, aber der hat jetzt wieder ganz andere Seiten, mit denen ich nicht kann und dann beginnt da wieder eine Dramatik. Ja. Ganz spannend. Das heißt also, wir Alleingeborenen sollten auf jeden Fall unser Urtrauma in die Heilung bringen. Also wirklich ganz geheilt sind wir dann wahrscheinlich, wenn wir wieder vereint sind drüben, ja. Aber zumindest in den Prozess der Heilung bringen, um uns diesen Gipfelerlebnissen zu öffnen, die wir wahrscheinlich auch noch intensiver fühlen als andere. Also ich kann mich in Genau. einen Einling natürlich nicht reinversetzen, aber wenn ich also mal überlege, wie extrem intensiv ich wahrnehme, ja, Ja. also das eigentlich hält man es ja kaum aus. Das ist ja fast schon zu viel, ja. Also offensichtlich bin ich da schon, habe ich da die Tür schon geöffnet für mich, ja. Das ist ganz spannend. Ja, genau.
Was würdest du einem Menschen, der angenommen jetzt dieses Video sieht und sagt, ja, ich habe das Gefühl, ich bin allein geboren, was würdest du seinem Mann, seiner Frau ans Herz legen? Eben diesem eigenen Spüren zu vertrauen und einfach zu schauen, wohin führt mich das? Mhm. Also aus dem inneren Vertrauen zu sagen, ja, was zeigt mir das alles? Wie kann ich da jetzt mein Leben quasi neu verstehen oder tiefer verstehen, die Zusammenhänge? Und was braucht meine Seele, um damit in Frieden zu kommen, was diese traumatischen Anteile anbetrifft, die da immer hineingeflochten sind? Also wirklich den Mut zu haben, hinzuschauen. Genau. Das ist ganz wichtig. Du hast ganz richtig gesagt, dieses Verstehen. Für mich war dieses Verstehen so wichtig, weil ich Verständnis gewinnen konnte. Für mich, aber auch für die anderen in meinem Umfeld. Ja? Also wir sind ja auch nicht einfach für andere. Ja? Also das ist ja, wir sind ja ein bisschen wie ein Minenfeld zum Teil. Also in Beziehungen generell, also natürlich in engen Beziehungen, aber in allen, das ganze Leben besteht eigentlich aus Beziehung. Ja? Und da würde ich dann eben auch noch hinzufügen, es gibt Teile quasi, wo man in der Innenerforschung auch alleine hinkommt und es gibt aber Teile, wo man jemand anderen braucht. Mhm. Weil es eben eine Beziehungsverletzung ist, die da passiert ist, ein tiefes Misstrauen in Beziehung, das durch den Abgang des Geschwisters passiert ist, die wieder nur in einer heilsamen Beziehung wieder zusammenwachsen oder innerlich integriert werden kann. Also du glaubst, dass die Heilung, das Alleingeborene eine, nennen wir es gesunde, eine geheilte, eine heilige Beziehung brauchen, um ganz zu heilen? Oder geht es eher darum, uns zu heilen, damit wir fähig werden für so eine gesunde Beziehung? Also was ich meine ist eben, was jetzt die Therapie anbietet, ist diese heilsame Beziehung, ach so. Mhm. Wo eben das kommt, was jeder Mensch in einer Beziehung sucht, nämlich eine unbedingte Wertschätzung, Akzeptanz, den anderen sein lassen, gesehen werden, erkannt werden, mhm. verstanden werden auf einer tieferen Ebene und noch tieferen Ebene, je nachdem, wie eben dieser Öffnungsprozess dann passiert. Und quasi damit heilt auch im Unbewussten des Klienten oder der Klientin die eigene Unsicherheit in Bezug auf Beziehungen, das eigene Misstrauen, die Ängste und Schamgefühle, die damit verbunden sind. Mhm, mh. Und da darf ich dir Menschen schicken, wenn sie sich an mich wenden und sagen, sie brauchen, sie wünschen sich Begleitung. Ja, gerne. Mhm. Na, wir werden auf jeden Fall unten verlinken. Ich finde das ganz, ganz schön und sehr, ja, fühlt sich sehr, sehr warm und sehr weich an. Bin ich sehr, sehr froh. Freut mich auch, ja. Ja, du, wir haben andere Themen noch angesprochen, die ich auf jeden Fall auch behandeln möchte in eigenen Gesprächen, nämlich vor allem die Scham, die ja auch kurz erwähnt wurde, aber auch die Angst, weil ich glaube, Ängste, also wir sind ja, wir Alleingeborenen sind also wirklich Spezialisten in Sachen Ängsten. Ich wollte mal eine Liste von Ängsten machen, unter denen wir leiden, und habe mal immer gedacht, alphabetisch, um sie irgendwo, aber allein A war schon so lang. Das ganze Buch wäre voll mit der Liste, darum habe ich es bei A belassen. Also wir sind wirklich Angstweltmeister. Und da gibt es von dir sicher einige Impulse, auf die ich mich sehr freue, und da möchte ich aber eigenes Gespräch führen dazu. Sehr gerne. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, und ja, magst du noch irgend so einen letzten Input geben, einen letzten Hinweis, eine letzte Weisheit? Vielleicht uns allen Mut zu sprechen, uns diesen Themen zu stellen, weil sie uns einfach ins vermehrte Glück führen. Mhm. Ja. Weil der,
Gewinn ist enorm. Ja, und die Glückssabotage ist ja auch etwas, was wir für uns gepachtet zu haben scheinen. Ja. Schön. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, und ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, du hast viel davon profitiert und ja, vielleicht bist du beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Alles Liebe.